Hallo, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Drakensan. Ich habe unterwegs die Wölfe ausgenommen. Es waren zwei Wolfsfelle drin. Die da hinten sind noch ausgenommen vom letzten Mal. Hier oben müssen wir jetzt nicht lang laufen. Ich sollte mal laut sprechen. Ich würde sagen, wir besuchen mal Weißfell. Auch wenn ich da irgendwie so richtig Bock drauf habe. Es wird der erste richtige Bosskampf ähnlich Gegner sein. Ich meine, die Wildschweine haben uns schon einiges getan. Wenn die jetzt nicht alleine kommt, dann könnte es sein, dass das richtig wehtut. Noch ist sie alleine. Jetzt nicht mehr. Okay, zu dritt. Wir gegen drei Wolfies. Dann würde ich mal Ich sagen, mach das schon. Weißfell ist da, schnell drauf rushen. Hoffen wir, dass wir ein bis zwei kaputt bekommen, bevor sie da ist. So viel zu der Hoffnung. Tippi, eventuell weniger sterben. Wäre echt super. Ah, lauf ruhig weg. Überlebst du schon, bis Rulana da den Angriff fertig hat. Amazone vor meine Rache. Nein, tut er nicht. Okay, Tippi down. Meine Rache. Ich glaube, das wird's. Wir könnten das jetzt versuchen mit Fokus auf Quicksave. Ja, also mit Fokus auf Weißfell, aber die hat die beiden Kleinen einfach zu schnell umgeboxt. Also Tippi hat da überhaupt nichts gehalten und Olana hat auch nicht wirklich viel mehr Chancen gehabt. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Sagen wir, Tippi braucht erstmal ihr Schwert. Dann können wir jetzt das vormerken, als machen wir später. Die Höhle oder die Typen? Höhle? Ach, Rulana wollte sich ja unbedingt mit dem Bärchen anlegen. Vielleicht gucken wir mal, was das Bärchen so macht. Und wenn der Bär wirklich schon einige Abenteurer gerissen hat, haben die vielleicht auch noch ihre Ausrüstung dabei gehabt, als er sie gerissen hat. Ich meine, warum sollte man sonst einen Bär suchen, wenn er irgendwas gemacht hat? Ja, okay, weil es ein großes Tier ist, aber das ist für mich kein Grund, ein Tier zu töten. Gut, dass er Menschen anfällt, eigentlich auch nicht. Wildschwein! Für die Königin, für Also, Rondra. so real. Meine, wer in die Nähe von zum Beispiel Wildschwein geht, der muss damit rechnen, angegriffen werden. Ey, die Kämpfe laufen gerade echt schlecht, oder? Zwei Wunden. Gut, dass das Wildschwein gerade völlig auf Tibi fokussiert ist. Rulana wäre fast gestorben. Diese Wunde ist auch leider nicht durch irgendwie Übernachten oder sowas wegzubekommen. Es geht nur auf Geschicklichkeit und unser Trierkunde geht nicht auf Geschicklichkeit. Das heißt, wir können weiter plündern. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ja, Schwert um 1 und sie würfelt 20.
Und erschwert um 1 und sie würfelt auf 17. Das ist auch nicht besser. Schade, schade, schade. Wo ist der Eingang zur Höhle? Ich bin gerade am überlegen, ob ich den Kampf einfach normal mache, den sparen wir uns den Weg zur Stadt. Ja, bis gleich. Ja, ihr seht, es ist diesmal besser gelaufen. Ich habe keine schwer verwundeten Charaktere in der Gruppe. Ja, es tut zwar nicht viel zum Spielverlauf bei, aber... Ich dachte mir, jetzt nochmal komplett in die Stadt zu laufen und dann die Händler durchgucken und dann... Das wäre einfach zu viel fürs Letzte. Ich muss mir irgendwann mal zwischendurch die Zeit nehmen. Ja. Wirklich den ganzen Kram, den ich hier nicht mache, offline zu machen. Yay, yeah, wir haben eine Fackel. Ah, nächster Schweinchenkampf. Warte mal, die hatten wir doch schon. Sind die respawned? Seit wann gibt es in diesem Spiel Respawn? Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Meine cool. Rache. Boah. Seit wann? Ah, oh, fängt doch schon mal super an. Schweinchen hat eine Wunde. Und Rulana wird gerettet. Haben Scheine nicht Angst vor Feuer? Deswegen beide müssten beide auf Rulana gehen. Guck mal, das wird. Macht so überhaupt keinen Schaden. Zum Angriff. Vielleicht das wird ein Schwert. Rulana. Es ist hier möglich, nicht zu sterben in diesem Kampf. Schritt für Schritt. Auf geht's. Da entlang. Schritt für Schritt. Zum Angriff. Jetzt haben beide eine Runde. Ja, super. Rulana wird immer noch angegriffen. Das dauert, bis ich meinen nächsten starken Angriff mache. Egal, aber beide eine Runde ist besser als einer zu nehmen. Ab 5 Runden ist man nämlich fast kampfunfähig. Also dann kommt wirklich nicht mehr viel bei raus. Ich speichere das mal so. Hoffen wir mal, dass das Plündern hier funktioniert. Wenn das so weitergeht, brauchen wir Geld. Yeah, Plündern erfolgreich. Schon geschehen. Dann muss ich jetzt nachgucken, ob die Feuerfliegen auch wieder da sind. Also das ist ja echt super. Beziehungsweise wäre... Wir haben sogar einen Punkt über gehabt. Sieht aber nicht so aus. Man sieht da noch nichts rumschwirren, die Nester sind noch nicht wieder da. Und die Wildschweine sind irgendwie... Keine Ahnung. Ich meine, wäre ja schick, aber... Nö, toter Typ. Seine Beute ist auch nicht respawned. Schade, schade. Ich möchte mal durchlesen, was in diesem Buch steht. Lesen. Mein guter alter Freund, folge den Anweisungen auf dieses Pergament. Du wirst versprochen ein Lohn für treue Dienste. Arvis treu, kleiner Ort, Arvis Schrein. Weg bis zum See. Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuß des Kahlkopfes entlang in Richtung mächtigen Wasserfalls. Hinter Gräsern. Findest du, wofür ich dir den Schlüssel gab? Okay. Ich nehme die Sache in die Hand. Wir sollen laut dem Brief wirklich zu dem Brunnen und dann hinterm Wasserfall? Ja, zu dem See?
Aber wir haben schon... Wir haben keinen Schlüssel. Nicht, dass mich das aufhalten würde, weil ich Schlossknacken habe, aber... Ich mach das schon. Ich mach das. Das werde ich wohl auch mal nachsehen. Dann... Also das ist der See. Ja, das ist so ziemlich der einzige See. Plus. Alter Stollen, das meint er nicht. Er hat irgendwas vom Kahlkopf geredet, ne? Am Wasser angekommen, schreitest du am Fuß des Kahlkopfes entlang, immer Richtung mächtigen Wasserfall. Also der Kahlkopf ist hier oben. Am Fuß des Kahlkopfes entlang, Wasserfall. Vielleicht da hinten? Hm. Muss ich später. Ihr wisst, Zeit knapp und so. Merkwürdiger Stein. Ein Stein, dennoch etwas Magisches. Als ob es. Ja, als ob er etwas Lebendes beinhalten würde. Okay. Steine. Noch mehr Steine. Das ist zwar ein See, aber nicht der Wasserfall. Außerdem sind wir in einer Höhle und nicht vor einer Höhle. Autosave. Das ist doch schon. Wir sind verwundet. Ich, keine Ahnung. Gehen wir hier oben lang. Eine Ratte. Im Gegensatz zu kleineren Rattenarten greifen Wolfsratten Menschen gelegentlich an. Ja, dann soll sie mal machen. Sollten Ratten nicht auch Angst vor Feuer haben? Für Rondra. Kurkum. Schon die Gruppe ist gleich so alle drei Wunden vergiftet. Gute Entscheidung. Voll der solche Part ist hier. Zum Angriff. Aber gut, dass Tippi so schön parieren kann. Meist Angriffe gegen Tiere. Diese Ratten scheinen annehmbare Gegner zu sein. Ja. So, Niveau von Feuervieh. Aber man trifft sie schlecht. Ja. Bleiben da sicher noch ein bisschen liegen. Ach, Tippi, bleibst du wieder stehen. Kann ich wieder Tierkunde erhöhen? Ich habe keine Lust, dass es immer fehlschlägt, wenn ich was abbaue. 17, wir haben 41. Tierkunde 7, okay. Selbstbeherrschung, wir können sonst nichts mehr tun. Heilkunde Wunden ist echt ziemlich teuer inzwischen. Tja, damit hat Olana ihre Skills gemaxt, ne? Alles, was jetzt noch fehlen würde, wären Kampfskills. Yay, erfolgreich. Gut sogar. Das nicht. 18. Und nochmal 19. In Ordnung. 18, 19. Die beiden darf sie echt nicht so würfeln. Naja, Hälfte bekommen. Ein bisschen schlechter als die Chancen erwarten. Zahlen es erwarten lassen, allerdings. 4. Ist jetzt auch nicht so die repräsentative Menge für einen statistischen Wert. 40.
Ja, könnte man drüber reden. Oh Gott, da ist ein Bär. Machen Sie dabei zu gefährlichen Gegnern, die schreckliche Wunden schlagen. Oh ja, auf schreckliche Wunden habe ich ja richtig Bock. Den greife ich nicht an, solange ich keine Verbände habe. War da ein Wasserfall? Nein, war da nicht. Erkunden wir erstmal die restliche Höhle. Vielleicht kriegt ja wenigstens Tippi noch ein Level ab, damit sie sich wehren kann. Tür. Im Stollen. Tippi, kannst du eventuell... Wenn jetzt Sinnesschärfe... Ach gut, geht nicht auf Geschicklichkeit. Schlösser knacken geht auch nicht auf Geschicklichkeit. Fallen entschärfen geht auch nicht. Es ist doch schön. Ansonsten, wir haben 135 Punkte, ne? Können wir eigentlich auch mal... ein bisschen pushen. Also wir brauchen auf jeden Fall Wundheilkunde. Schon Max, sehr gut. Fallen entschärfen, weil nervig. Nee. Ich würde ungerne Dolche weiterscalen. Hier kann ich ja nichts machen. Selbstbeherrschungswurf gegen. Wunden, ist immer gut. Dolche will ich nicht weiter skillen. Könnte ich auch nur noch einmal. Wurfwaffen nutze ich zurzeit nicht. Das wäre aber bald wieder dran, wenn ich halt das Duell gegen die beiden Söldner nochmal versuche. Da könnte ich aber genauso gut Fallen stellen, noch einen hochpushen. Schlösser knacken ist nicht so wichtig, weil dann hat man kurz zittrige Hände und dann ist es gut. Fallen entschärfen, ich weiß nicht. Menschenkenntnis, ja. Überreden, warum nicht? Ich bin überlegen, schleichen. Aber das können wir auch gleich noch machen. Wir haben nur sie ausgewählt. Okay. Es wäre cool, wenn wir irgendwie Fallen finden könnten. Ja, ich weiß, dass hier Fallen drin sind, deswegen... Was sagt eigentlich meine Uhr? Dass ich gar nicht gespeichert habe, wann mein Wecker klingeln soll. Egal. Das dürfte ziemlich genau die Paarzeit sein. So eine Viertelstunde angestrebt. Ich bin garantiert daneben, weil ich ein grausames Zeitgefühl habe. Also wirklich, das ist absolut nicht zuverlässig. Aber wie dem auch sei, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ungefähr hier. Ich werde dann auch entweder die Falle schon entschärft haben oder es versuchen. Und auf jeden Fall unterwegs einkaufen gegangen sein, weil wir müssen uns unbedingt mal verbinden. Noch 2 Wunden mehr und wir haben ernsthafte Abzüge auf alle kampfrelevanten Werte. Bis dann und schönen Tag noch.